Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von uns. Jetzt wird es über unsere Gastfamilie gehen. Denn wir sprechen jetzt über so ein paar Dinge, die wir dort so erlebt haben. Denn wir alle haben ja wahrscheinlich ganz viele verschiedene Storys zu erzählen. Ja, wir werden mal anfangen. Soll ich anfangen? Ja, okay. Also, ich kann ja mal damit anfangen mit der Story, wie ich meine Gastfamilie so das erste Mal gesehen habe. Das war am Flughafen und normalerweise, oder es ist in Deutschland ja so, dass man erstmal durch die Sicherheitskontrolle geht und dann sozusagen draußen empfangen wird. Und ich dachte, das wäre in Amerika auch so. Dementsprechend bin ich dann aus dem Flugzeug ausgestiegen. Ich war nicht mal so nervös, also ich habe mich total gefreut, endlich, so ich kannte die schon vorher, wir haben geschrieben. Wir haben nicht telefoniert, aber ich habe mich einfach echt, also ich war richtig hyped, die jetzt endlich zu sehen. Und bin ich so zu den Kofferband gestratzt und denke so, hä? Warum stehen hier schon so viele Leute? Und dann habe ich erst realisiert, okay, die Menschen kommen hier rein. Und dann habe ich mich so umgedreht und habe nur gesehen, okay, da hinten, das ist meine Gastfamilie, ich bin einfach an ihr vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, haben mich aber dann auch entdeckt. Dann war das auch ganz witzig, mein Gastbruder hat mich mit abgeholt, mein größerer, mein Gastvater war nicht da, weil er jeden Tag um 21 Uhr ins Bett geht, immer noch, weil er halt immer am nächsten Tag um 5 Uhr aufsteht und zur Schule, und da hat er gedacht, mache ich das auch mal einfach, also ich sehe am nächsten Tag, also er ist auch sehr entspannt. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren und da habe ich gleich gemerkt, so, das ist meine Gastfamilie, weil, also das sind Leute, bei denen werde ich mich richtig wohlfühlen. Mein Gastbruder und ich haben uns irgendwie über Weihnachtsmusik unterhalten und war ja so, komm, machen wir an. Dann haben wir erstmal so auf der Rückfahrt, weil wir mussten ja vom Flughafen erstmal wieder zum Haus fahren, haben wir erstmal zu Weihnachtsmusik ein bisschen Stimmung gemacht, so im August, ich weiß nicht, wann ich angekommen bin. Und das war so der Punkt, ich habe da gewusst, okay, das sind die Leute und ich kann immer nur sagen, meine Gastfamilie ist wie eigentlich meine richtige Familie. Also ich sehe da keine großen Unterschiede. Und bei dir so? Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, ich war so, oh mein Gott, Texas und 5 Gastgeschwister und das wird so crazy. Und ich habe vorher noch gesagt zu meinen Eltern, ja, habe ich schon erzählt, erstens, ich will nicht nach Texas, zweitens, ich möchte keine große Familie am besten haben. Ja, say what. Genau so ist es passiert. Und dann war ich am Flughafen und dann habe ich meine Gastgeschwister alle abgeholt. Das war auch schon so eine kleine Familie selber, das war so eine Menschenmasse von Leuten gefühlt. und dann haben die mich abgeholt, meinen Sohn, du bist ja voll groß, so. Ich so, ja. Und dann hab ich die erstmal alle umarmt. Wir haben so einen riesen Van, das ist so ein riesen weißer Van. Und damit sind wir auch immer rumgefahren und so, weil wir können ja nicht mit normalem Auto fahren, weil wir sind zu viele. Wir sind, glaube ich, irgendwie zu 7 oder zu 8. Und bin ich in dieses Auto eingestiegen. Und dann saß da meine Gastmama und mein Gastvater war, glaube ich, zu Hause. Nee, er ist gefahren. Und dann sind wir essen gegangen, weil so ein Sushi-Restaurant. Aber das kennt ihr das, wenn ihr so das so hacken und so? Ja. Und wenn das so hochschmeißt? Live-Cooking. Ja, genau, das haben wir halt gemacht. Das war so lustig. Und ich war so voll unsicher, weil ich wusste nicht, was ich tun soll und so. Und die erste Nacht war halt so surreal. Ich weiß noch, ich war so, oh Mann, ich bin angekommen, ich bin gerade in Amerika. Mhm. Also es war so komisch irgendwie. Und der nächste Morgen, meine Gastmutter, sie ist so eine liebe Persönlichkeit. Sie ist so richtig auch geschillt und sie ist richtig, sie sieht das Leben als spaßig an und nimmt es überhaupt nicht ernst, aber so einen positiven Weg. Ja. Und ich fand das so toll, weil ich will nicht sagen, dass viele oder dass meine Familie sieht das, ich will nicht sagen ernst, das ist doof, aber schon ernster als meine Familie in Amerika so, was auch komplett in Ordnung ist, aber es war halt so komisch, dann auf einmal so eine Person neben dir stehen zu haben, die sagt, ja, steh mal ruhig erst morgen um 12 auf, schlaf aus und dann gehst du mal noch nicht zur Schule. Ich so, okay. Ja, aber das war schon echt angenehm. Und bei dir so? Ja, also bei mir, ich war extrem, extrem aufgeregt. Mir war richtig, also als ich aus dem Flugzeug in Travis City ausgestiegen bin und dann meine Gastfamilie zu sehen, ich war so aufgeregt und ich habe mich so gefühlt, als würde ich gleich umkippen. So, mir ging es nicht gut, es war echt krass. Und dann auf einmal stand da mein Gastvater und meine Gastmutter mit einem riesen Plakat, also ich, das ist nicht mehr normal, also riesig groß, ja, für sie ist unmittelbar und so, voll niedlich. Und ja, ich war so, hi, ich habe auch gar nichts gesagt, ich war richtig aufgeregt. Und dann auch der erste Morgen, ich bin schon um 7 aufgewacht, so eigentlich voll untypisch für mich, aber ich bin halt voll früh aufgewacht. Und dann habe ich mich nicht aus meinem Zimmer getraut und war noch 3 Stunden. Ja, ich war noch 3 Stunden in meinem Zimmer. Und dann wollte ich erstmal duschen gehen. Ja, ich war so bis 10 oder so. Und dann wollte ich erstmal duschen gehen. Und dann habe ich nicht gecheckt, wie diese Dusche funktioniert und wie man das wärmer macht, das Wasser. Und es war
Es war nur eiskalt. Und ich so, hä, haben die jetzt hier kein warmes Wasser? Muss ich jetzt immer die ganzen 10 Monate mit kaltem Wasser duschen? Habe ich mit eiskaltem Wasser geduscht, weil ich mich nicht getraut habe zu fragen, wie man die Dusche warm macht. Es war so, Und ja, dann war auch am Anfang meines Auslandsjahres meine Gastmama gar nicht da für die erste Woche, weil die so auf ihrem, die reitet und hat dann so ein Turnier und so. Da war ich auch mit meinem Gastvater die ganze Zeit alleine erstmal. Und mein Gastvater ist halt so ein so, you know, so. Ja, also man hat schon, also wenn man den nur so sieht, dann hätte ich persönlich ein bisschen Respekt vor dem, weil der ist auch riesig, was so. Ja, deswegen, ich habe auch nicht viel gesagt und er so, was willst du machen? Ich so, I don't know. So, das war das Einzige, was ich gesagt habe. Und dann ist meine Gastschwester gekommen, dann ist alles, ja. Ist halt so, so krass, weil bei mir war das jetzt zum Beispiel so, dass ich halt, ich hätte mehr Respekt gehabt, wenn nur eine Person dort gewesen wäre, aber weil ich halt irgendwie so viele Geschwister hatte und meine beiden Gasteltern auch noch da waren, war das halt direkt so dieses, da sind so viele Menschen und man ist gar nicht direkt in diesen Unangenehmen drinne. Und ich finde es so lustig, weil ich wusste auch nicht, wie die Toiletten funktionieren so oft und ich wusste auch nicht, wie die Dusche funktioniert, deswegen voll lustig. Ja, oh, das war so schlimm, aber ja, dann habe ich meinem Gastvater irgendwie 3 Monate später erzählt, wir haben uns recht totgelacht. Also, alles gut. Und war dir so? Also, ich will jetzt nicht so die Stimmung dämpfen, aber bei mir war das tatsächlich nicht so familiäre Liebe auf den ersten Blick, sondern das war so, es war echt schön, ich wurde sehr, sehr freundlich aufgenommen mit der ganzen Familie auch, inklusive des Gastopas, das bedeutet, der hat im Nursinghaus, also im betreuten Wohnen irgendwie gewohnt und ist gehbehindert, also der hat es auch extra für mich noch zum Flughafen geschafft, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich wurde dann da auch mit einem Plakat empfangen. Ich war nicht so aufgeregt, ich habe mich eher nur gefreut. Und wir sind dann auch ins Auto gestiegen direkt und zum Restaurant gefahren. Und bei mir war es kein Sushi-Restaurant, sondern IHOP. Also so typisch, amerikanisch, wenn man so will. Und das war eigentlich cool. Ich habe auch direkt so ein Gesprächsthema gehabt. Also ich bin, was den Musikgeschmack angeht, sehr amerikanisiert. Also ich war eigentlich nur so amerikanischen Hip-Hop und so weiter. Das heißt, ich habe mich direkt mit meinem Gastbruder und der hatte noch einen Freund mitgenommen, eigentlich direkt gut unterhalten können und so weiter. Und das war echt, echt cool. Und ja, aber mir ist auch schnell aufgefallen, so, wo so die Differenzen sind, weil man ja denkt, so, ja, westliche Gesellschaft, irgendwo ist man alles das Gleiche, aber so kleine Nuancen sind schon unterschiedlich. Und beispielsweise ist es ja bei uns Deutschen so, da die deutsche Mentalität schon sehr direkt ist. Also ich kann jemandem sagen, hey, schau mal, dies und das, das ist gar nicht böse gemeint, sondern eher so eine anregende Kritik. Also jeder kann ja irgendwie jemand auf einen Missstand hinweisen oder sowas oder auch in der Familie. Und bei mir war das dann so, ich habe ja gesagt, ich höre ganz gerne Musik. Und dann auch in der Dusche. Und dann hatte ich da so eine Box dabei, habe Musik gehört. Und in Deutschland ist es ja so, so, die Häuser sind aus Stein. So, also das heißt, auch wenn da ein Tornado kommt, da fliegt nicht ein Haus weg oder sowas. Das heißt aber auch, wenn du in der Dusche dich musikalisch betätigst, dass nicht das ganze Haus mitbekommt. In Amerika ist das anders, das hätte mir vielleicht jemand sagen sollen. Das bedeutet, das ganze Haus hat dann meine Musik in mehr als angenehmer Lautstärke gehört und das hat auch meine Gastmutter mir nicht so gesagt direkt. Sie war nicht so, hey, schau mal, mach das mal ein bisschen leiser, weil das ist eben nicht die amerikanische Art. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht probiert hat, subtil zu sagen, zumindest habe ich es nicht mitbekommen, dass es ein Problem ist. Dann habe ich meine Area Representative, heißt es bei uns, manche nennen es auch Local Coordinator, also zumindest die nächste Instanz sozusagen, schon angeschrieben, ja, ich soll doch, und auch relativ frech kam es mir so vor, doch dann sehr direkt, komischerweise. Und ja, ich soll doch die Musik leiser machen. Und ich war voll schockiert. Aber weil ich schon meine Gastfamilie sehr lange hatte, vielleicht schon ein halbes Jahr, war ich schon so sehr gut mit ihr. Und ich bin dann zu meiner Gastmutter und meinte so, hä, ich dachte so, wir sind, sag ich mal, so Familie. Warum sie mir das nicht sagt, dass ich, wenn da so ein kleines, das ist ja so ein kleines Problem. Also wie ich Musik zu laut, so ein kleines Problem. Und dann war sie da voll entrüstet von mir, dass ich so direkt zu ihr hingekommen bin und so, aber das ist halt meine Art so. Und ich check das gar nicht, dass sie dann so über drei Ecken so mir gesagt hat, ich soll meine Musik also machen. Weiterhin, ich bin taub auf einem Ohr und ich hatte zu dem Zeitpunkt Hörgeräte verschrieben, die super ineffektiv sind. Jetzt auch nach dem Auslandsjahr wurde es auch nachgewiesen mit so Tests, die waren wirklich Effizienzrate 0. Also sie waren super ineffektiv. Das heißt, ich habe die eine Woche getragen, habe das dann gelassen. Weil ich kann ja selbst erkennen, ob mir das was bringt oder nicht. Und dann hat sie dann auch irgendwie das Office angeschrieben, also die noch höhere Instanz nach Area Representative und meinte dann so,
Ja, sie hätte das Office kontaktiert, dass ich meine Hörgeräte nicht trage. Und am Anfang, wir haben ja vorher drüber geredet, ne, hat man nicht am ersten Tag die besten Freunde. Und bei Amerikanern redet man ja schon von Freunden, wenn man nur jemanden auch im Hallway die Hand gibt, dann ist man auf einmal Besties. Ja. Und dann hat sie halt immer mich so gefragt, so, ja, hast du schon Freunde? Und ich hatte halt immer per deutscher Definition Freunde Nein gesagt. Ja. Ich habe jetzt niemanden, mit dem ich am Wochenende chille oder mit dem ich meine Sorgen anvertraue. Und dann hatte ich halt, und dann dachte sie halt so, oh, in ihrem Sinn hat das nicht Sinn ergeben. Ja, der ist ja taub auf einem Ohr. Das heißt, der kann sich nicht sozialisieren und das liegt daran, dass er keine Hörgeräte trägt. Das bedeutet, sie hat mich dann so voll, so zweimal ist das passiert, in der ersten Woche vielleicht, dann so attackiert oder beziehungsweise so ermahnt, aber nicht direkt, sondern so hinterrücks. Und das war ihre Art. Das war ihre Art. Das hat sich auch im Auslandsjahr nicht gelegt. Und vor dem Hintergrund, auch weil du weil es auch vorhin so um deutsche Mentalität und sowas geht, bin ich ehrlich mit euch, lieber habe ich jemanden direkten, so, der mir sagt, was Sache ist, anstatt jemanden, der vermeintlich freundlich ist oder zumindest vordergründig freundlich, vermeintlich ist ein falsches Wort, sind ja schon freundlich, aber dann mir nicht sagt, was Sache ist und ich nicht aus meinen Fehlern lernen kann, wie beispielsweise zu laut Musik hören, was ja, wem ist das noch nicht passiert? Und vor dem Hintergrund so, meine Gastfamilie rückblickend super korrekte Leute, mit denen kann man so viel Spaß haben, wirklich. Aber diese familiäre Struktur mit dem Indirekten und so weiter, das habe ich dann schon auf jeden Fall vermisst, dass mir dann niemand sagt, was Sache ist und dass man da nicht familiäre Probleme konstruktiv lösen kann. Das war krass, weil bei mir war das so, dass meine ganze Familie war so direkt, das war unnormal. Krass. Also auch meine Gastgeschwister, die waren manchmal in deutschen Verhältnissen so frech, dass meine Eltern mich wahrscheinlich rausgeschmissen hätten. So, auch meine Gastgeschwister, die waren wirklich, meine Gastmama kam schon manchmal so zu mir und meinte so, ja, wenn die was sagen, kannst du auch was mitsagen, so. Meistens waren meine Gastmama dann schon so, hört doch auf, so frech zu sein. Weil das einfach so normal meiner Gastfamilie war, was auch komplett komisch ist. Aber wenn man zum Beispiel, wenn ich was anhätte, was dir nicht gefallen hat, so, meine Gastmama war immer sehr offen, aber dann meine Gastmama war immer so, das sieht doch voll komisch aus, so. Oder wenn ich, keine Ahnung, wenn ich nicht richtig meine Haare gestylt habe oder so, ja, das musst du jetzt ändern oder so. Ja, ich liebe das selber, das ist so korrekt. Ja, es kommt darauf an, ob man das frech sagt oder nicht. Also direkt sein ist okay und ich finde auch das direkt in Deutschland angenehm, aber wenn man das frech sagt, finde ich das nicht in Ordnung. Das gibt es natürlich gar nicht. Also ich finde das schon wichtig, wenn man auch gerade in einer Familie lebt, wo man dann auch irgendwie mit Liebe so auch spricht. Also für mich war das immer so, dass meine Eltern mit mir gesprochen haben, als wenn sie von mir Respekt haben, und als ich dann rübergekommen bin, war das für mich am Anfang so respektlos. Also auch wenn meine Gastgeschwister mit mir gesprochen haben, die sind teilweise so fast 10 Jahre jünger als ich und sprechen mit mir, als wenn ich Müll wäre. So, das war wirklich am Anfang so. Und habe ich irgendwann gelernt, okay, das ist normal. Und habe ich auch das irgendwann, auch wenn das dumm klingt, zurückgemacht. Und dann hab ich irgendwann verstanden, okay, daraus kann schnell Ironie werden. Und dann war das irgendwann auch in Ordnung. Das ist ganz schwer zu erklären, aber das war wie dieses Geschwistergetue dann irgendwann. Also ich habe gemerkt, weil ich halt auch mich so angepasst habe an die, ich habe geguckt, wie verhält sich mein Gastbruder mit meiner Gastschwester? Also weil ich mich genauso verhalten wie mein Gastbruder auch. Natürlich, wenn er sich gut verhält, so, ne? Aber ich habe mich halt versucht anzupassen und dann habe ich immer nur gedacht, okay, die zeigen ihre Liebe anders. Wenn die mir sagen, ja, du siehst gerade so und so aus, dann meint es eigentlich nur Spaß. Aber das war für mich am Anfang schwer, damit umzugehen. Und gerade weil ich etwas sensibler bin und die halt, die waren so, also sind immer auch sehr unsensibel und das wissen die auch, das ist erstmal komisch, weil deswegen finde ich das krass, dass es bei dir so war und bei mir so war, weil ich habe auch selber kennengelernt, dass Amerikaner manchmal so hinterhältig sein können. Ich hatte auch Freunde, die haben mir gesagt, oh, ich mag deine Hose, drehen sich um und lästern über meine Hose, so direkt vor mir. Das ist so frech und das ist halt so ein bisschen das Gleiche. Ja, das ist aber auch wirklich so ein ganz, ganz komisches, so ein komischer Zwiespalt. Irgendwo hinterhältig, aber irgendwo dann auch frech direkt. Ja. Aber wo ist der Mittelweg? Und ich glaube, dass die deutsche Mentalität so gut den Mittelweg trägt, ehrlich gesagt. Und mit Respekt etwas direkt aber noch konfrontieren. Und wiederum war ein ganzes Gegenteil, weil du Gastgeschwister angesprochen hast. Mein kleiner Gastbruder, er ist so die vielleicht sagt euch das was, so die Definition von einem Fortnite-Kid. Also er ist wirklich halt. Er hat seine Eltern permanent genervt mit irgendwelchen Fortnite-V-Bucks-Karten.
bei einem Beispiel, da haben sie bei Walmart dem so eine Karte gekauft und diesen Code für ihn freigerubbelt und auf iMessage ihm geschickt. Und er war dann so, weil er den dann selbst hätte abtippen müssen in seiner komischen App da, hat dann geschrieben, hat dann sein Vater geschrieben, hat die Nachricht gesehen, nein, schick mir die Zahlen, ich will ja, das Bild nicht sehen. Ja, das ist das Beispiel, sowas halt. Und er war voll jung und der Vater hat es dann auch noch gemacht, wo ich so hatte, oh, der Arme. Ja, das und, ist halt das beste Beispiel, das und, war bei mir immer so. Und er war so respektlos mir gegenüber. Ich hatte nicht direkt Freunde und dann war er, also direkt so Freunde, mit denen ich das machen konnte. Und dann habe ich einmal PlayStation alleine gespielt und meinte, ja, ich habe ja keine Freunde und ich soll ihn doch jetzt an die PlayStation lassen. Er hätte wenigstens Leute, mit denen er spielen könnte. Oder wir haben mal im Pool gespielt und dann hat er mich irgendwie, was weiß ich, permanent mit so Wasserpistolen genervt. Und dann, als ich ihn dann angefangen habe zu ignorieren, weil ich einfach keine Lust mehr hatte auf ihn, hat er dann angefangen, mich so richtig also er ist dann auf mich los. Ich meine, er ist nicht ernst zu nehmen, so wenn er, was weiß ich, 50 cm kleiner ist und 5 Jahre jünger. Aber er hat mich dann so voll gekratzt und ich habe immer noch teilweise so eine Narbe an meinem. Und das war alles im ersten Monat. Das bedeutet, mein kleiner Gastbruder, das war wirklich ein ganz komischer Junge. Super unsympathisch. Er ist auch so. Also so unverständlich komisch. Einmal habe ich PlayStation gespielt, habe meinen Controller auf die Couch, sagen wir jetzt, so hier hingelegt. Ich weiß nicht, ob das die Kamera sieht, aber hier. Und dann bin ich auf Toilette gegangen und ich komme so zurück und dann sehe ich, wie er aus seinem Zimmer gehuscht kommt, den Controller nimmt, wegrennt und den in seinem Zimmer versteckt. Und ich habe das gesehen, aber er hat mich nicht gesehen, dass ich das gesehen habe. Weil es so ein bisschen verschachtelt ist, so das Haus. Gehe ich zu seinem Zimmer. So, ja. Also wir hatten zwei Controllers, also kein Problem gewesen. Ich hätte auch mit dem anderen weiterspielen können. Aber mich hat es interessiert, mich hat es nicht ruhig gelassen. Warum macht er das? Also warum? Ja. Warum? Und dann bin ich in sein Zimmer. Ich meinte, ja, hä, warum hast du jetzt den Controller genommen? Ich habe dich ja gesehen, hat er das. Hätte er doch gar nicht gemacht, hat mich dann angelogen. Gott, und das sind wirklich auch. Momente, ich verstehe, also bis heute, ich verstehe es nicht. Das war ja reine Schikane. Ich verstehe das aber gar nicht. Und ich will es irgendwie verstehen, aber sowas bringt mich wirklich zu dem Gedanken, was ist das für eine Art von Mensch? Ja. Also, keine Ahnung. Also ganz so ein komischer Junge. Dann hat er auch so Stimmungsschwankungen, hat mich für Sachen angemacht, die ich gar nicht gemacht habe. Und mich hat das irgendwann nicht mehr berührt. Und ich bin dann wirklich in diesem, das ist gar eigentlich ganz schlimm, wenn Leute zu ignorieren, das hat niemand verdient, wie nichts behandelt zu werden. Aber irgendwann wurde ich dann dazu verleitet, einfach mit diesem Jungen in keinem Sinne mehr kommunikativ zu verkehren. Also ich bin einfach, ich habe neben dem gelebt, aber ich habe nie wieder mit dem geredet. Ich hatte das 1:1 mit meiner Gastschwester auch genauso, no shit, wirklich. Und bei ihr war das auch so, in der ersten Woche, also ich bin ja auch eine Person, ich würde sagen, ich bin ziemlich direkt, wenn ich mit Menschen zusammenlebe, denn ich denke mir, das macht das Zusammenleben einfacher so. Und deswegen, wir beide waren halt ziemlich direkt, sie war ziemlich direkt, ich auch, und sie ist halt auch ziemlich jung, ich glaube, sie ist jetzt 19, also nicht 19, sondern 9 oder 10 ungefähr. Und dann waren wir auch im Pool und hat sie mich die ganze Zeit nur so nass gespritzt, habe ich das zurückgemacht und dann war sie so sauer auf mich und hat mich angeschrien und so, und das war auch sowas ähnliches, und sie hat auch so oft Sachen von mir genommen, hat die in ihr Zimmer versteckt und hat es dann auch verleugnet, und dann war das auch so oft, dass sie sich in meinen Kleiderschrank versteckt hat oder so, hat mich dann nachts erschrocken oder so, richtig kranke Sachen eigentlich. Aber das habe ich dann immer auch gemacht. Ich habe das 1:1 genauso gemacht, weil ich jetzt zeigen wollte, wie sich das denn anfühlt. Und dann war sie jetzt mal richtig angepisst, habe ich gesagt, ja, dann weißt du, wie sich das anfühlt. So, und dann, ich hatte auch so oft Streit mit ihr, das war unnormal. Und wir hatten auch Phasen, aber nicht mehr miteinander geredet. Wie jünger war sie? Ja, also 7 Jahre. Also alt oder jünger? Nein, jünger. Also war so 9 oder 10 Jahre ungefähr. Und jetzt im Endeffekt, wir hatten auch, wie gesagt, Phasen, da haben wir uns nicht mit dem Arsch angeguckt, wirklich. Wir waren so angepisst aufeinander. Und dann hatten wir wieder die Phasen, wo wir irgendwie jeden Tag zusammen Film geguckt haben und sie in mein Zimmer kommen und meint so, I love you so much und so. Ja, und, aber ich weiß, sie hatte ihre Gründe. Sie hatte ihre Gründe und ich habe sie auch genauso lieb. Also ich weiß jetzt auch im Endeffekt, warum sie sowas macht. Sie zeigt ihre Liebe einfach anders. Und so war meine Gastfamilie im Generellen, im Großen und Ganzen. Die zeigen ihre Liebe anders und ich musste lernen, zu sehen, wie Menschen ihre Liebe zeigen. Und es ist schwierig, wenn man mit Eltern aufwacht. Ich meine, ihr alle seid wahrscheinlich mit Eltern aufgewachsen, die ihre Liebe in einem bestimmten Weg zeigen, und jeder Mensch macht das ja anders. Und es war für mich richtig schockierend, wie macht das jetzt? Und wie sage ich das zurück? Ich konnte auch die ersten 6 Monate nicht sagen, I love you oder so zu denen. Das konnte ich nicht. Bis am Ende halt. Und jetzt im Endeffekt geht es voll easy. Wie war das dann bei euch so ungefähr, wenn es darum geht? Ja, meine Gastfamilie konnte auch nicht so wirklich ihre Gefühle zeigen. Also wir hatten eigentlich ein sehr gutes Verhältnis so. Aber
je näher es dann zum Ende hinging, habe ich das Gefühl, so ein bisschen das Interesse verloren in mir. Und das hat mich irgendwie sehr traurig gemacht. Ich weiß nicht, weil ich wollte mit meiner Gastschwester immer so ein Verhältnis haben. Ich wollte mit der immer so ein Verhältnis haben, dass wir so richtig close sind und so. Mhm. Ich kann es halt voll nachvollziehen. Ich kann das so nachvollziehen. Ich kann es richtig nachvollziehen. Wirklich. Ja. Ich kann das wirklich auch voll nachvollziehen. Oh. Ich bin auch hier in Deutschland voll gut mit meinem Bruder. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe mir das dann auch gewünscht, irgendwie, dass das vielleicht so in Amerika weiterführt. Aber wenn Leute, so wie da unsere Geschwister getickt haben, so unempfänglich für diese Art der Sympathieausdrückung sind, dann versteht man das gar nicht. Das ist wirklich schade. Du hattest ja auch eine Gastschwester, Entschuldigung, du hattest auch eine Gastschwester aus Spanien ja. Und ich hatte auch eine aus Italien. Und bei mir war das immer so, ihr habt euch immer sehr gut verstanden, richtig? Ja, exakt. Bei mir war das so, ich habe immer versucht. Und das finde ich ganz krass, dass du gerade sagst, denn ich wollte auch so gerne eine Verbindung mit dir haben. Ich wollte so gerne was machen. Ich habe mir gedacht, ich möchte so unbedingt eine Person haben, wo ich im Endeffekt mir denke, da habe ich Spaß mit gehabt. So. Und ich möchte, egal ob ich vielleicht die Person jetzt erstmal unsympathisch finde, ich möchte es versuchen. Und ich hatte auch bei meiner Gastschwester leider immer das Gefühl, ich versuche und versuche, aber es kommt nicht zurück. Und das hat auf jeden Fall so meine Nerven geraubt. Und ich habe so oft mit meiner Gastmama darüber gesprochen, Karline, so heißt meine Gastmama, ich versuche es die ganze Zeit, es kommt nicht zurück. Und selbst jetzt immer noch, sie schreibt mir gar nicht mehr und es tut weh. Es tut das wirklich einfach nur weh. Das ist aber 1:1 bei mir auch gewesen. Ich hatte auch aus Spanien eine Gastschwester, ich habe auch gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Und auch während des Auslandsjahres so, da war nie irgendwie eine Verbindung. Das also ist so traurig eher, eigentlich. Wobei ich das eigentlich so toll fand, weil so, wir waren die erste Woche noch zusammen, ich musste nicht alleine in die Schule, ich hatte sie, wir hatten uns. Und dann von einem auf das andere Mal hat sie da ihre mexikanischen Freunde kennengelernt. So, ich hatte dann auch meine Gruppe. Aber dann hat sie auch nur noch Spanisch geredet, hat sich total abgesondert. Also ja, das hatte ich auch mal. So auch von meiner Gastmutter. Meine Gastmutter hat auch immer gesagt, ja, weil so kannst du sie auch mal nochmal dann bei den anderen mit hinein integrieren. Weil sie hat sich wirklich, sie war komplett so gar Desinteresse. Also sie hat sich gar nicht mehr so viel auch für meine Gastmutter. Also die Verbindung war zum Schluss auch, also da war nie irgendwie eine Verbindung zwischen den beiden. Oder ich finde es richtig schade eigentlich. Und ich war mal, auch wenn das dumm klingt, aber ich habe immer dann so, ich habe mich nicht mit dir verglichen. Ich dachte mal, warum kann ich sowas nicht haben? So, ich wollte so sehr, dass ich mit meiner Gastschwester aus Italien auch mal vielleicht, dann, ich weiß nicht so, dass wir uns jetzt nicht mochten oder so, aber ich habe anscheinend das Gefühl gehabt, sie hat es nur gemacht, damit sie mich damit sozusagen, dass sie mir das Gefühl geben kann, dass sie mir das gibt. Ja. So, weil sie wusste das bestimmt, aber so richtig so, dass ich das Gefühl hatte, okay, das ist eine Freundschaft, das ist so, das kommt wieder zurück. Ich kann dann nach Italien oder so, aber es kommt dann nie was so. Und ich finde es so schön, dass es mit deiner Schwester ja, so war. Ja, ich hatte am Anfang, als ich gehört habe, ich habe ein Double Placement, da war ich auch ein bisschen, klappt das, so weil zwei Mädchen im selben Alter, vielleicht, weiß ich nicht, dass das wird. Aber bei uns, wir hatten beide das Mindset, dass wir uns halt gut verstehen wollen und das, keine Ahnung, es hat halt einfach gepasst. So. Das war schon... Voll gut, so viel wert. Ja, wir haben auch immer noch... Kontakt und Plan auch so. Das ist echt schön.